Rot. So. Und weil der angekommen ist, laden wir das wieder. Schon abgegeben? Ihr habt gar nicht genommen, oder? Beim Deutschlandfinale der World Robot Olympiad treten 104 Teams in vier verschiedenen Wettbewerbskategorien an. Das entspricht über 300 Kindern und Jugendlichen, die sich hier mit Robotern beschäftigen. In der Kategorie Robo Mission bauen die Kinder und Jugendlichen einen kleinen Lego-Roboter, der einen vorgegebenen Parcours löst. Bei Robo Sports treten sie im Doppeltennis gegeneinander an. In der Kategorie Future Innovators wird ein projektbasiertes Roboterprojekt entwickelt, welches den Menschen in unterschiedlichen alltäglichen Situationen unterstützen soll. Und in der Kategorie Future Engineers entwickeln die Kinder und Jugendlichen ein selbstfahrendes Roboterauto. Yes! Das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad hier in Chemnitz, in der Kulturhauptstadt Europas. Über 1000 Teilnehmende und Besucher, Besucherinnen sind hier vor Ort und feuern auch das Chemnitzer Team natürlich an. Wir freuen uns sehr und hoffen auf viele Nachwuchskräfte in dem Technologiebereich in den nächsten Jahren.